Im Lieferumfang des Zombie-Kinderfahrrades befinden sich der vormontierte Rahmen mit Hinterrad, die Stützräder, der Lenker, die Schaumstoffsicherung, das Vorderrad, der Sattel mit Sattelstütze, die Reflektoren, die Pedale und die Anleitung. Zum Befestigen der Stützräder lösen Sie die Muttern an der Hinterachse mit einem 15 mm Schraubenschlüssel. Stecken Sie das entsprechende Rad auf die Achse und fixieren Sie es mit der Mutter. Drehen Sie die beiden M10-Muttern und die Unterlegscheiben vom Rad ab. Setzen Sie dieses nun in die Halterung ein und legen Sie die Unterlegscheibe auf. Achten Sie hierbei darauf, dass die Noppe im untersten Loch aufliegt. Ziehen Sie die Muttern mit den 15 mm Schraubenschlüsseln fest. Stecken Sie die Lenkstange in den Fahrradrahmen. Nehmen Sie den Lenker und legen Sie diesen auf. Befestigen Sie diesen, indem Sie die 4 M6-Schrauben mit einem Imbusschlüssel festschrauben. Achten Sie hierbei auf den Winkel des Lenkers. Befestigen Sie nun die Lenkstange mit einem 12 mm Schraubenschlüssel. Der Klemmhalter muss dabei nach vorne ausgerichtet und mit dem Vorderrad auf einer Linie sein. Um die Bremsen einzustellen, drehen Sie die Bremsgummis so, dass diese auf der schwarzen Felge aufliegen und schrauben Sie diese mit einem Imbusschlüssel fest. Halten Sie das vordere Ende des Bremszugs fest und ziehen Sie die Ummantelung leicht zurück. Stellen Sie den Bremshebel so ein, dass der Bremszug eingehängt werden kann und befestigen Sie diesen. Nehmen Sie nun einen 10 mm Schraubenschlüssel. Ziehen Sie das Bremsgestell so zusammen, dass die beiden Gummibremsen noch etwa 3 mm Abstand zur Felge haben und fixieren Sie das Gestell. Wiederholen Sie den Vorgang bei der anderen Bremse. Richten Sie die Bremshebel aus und befestigen Sie diese mit einem Imbusschlüssel. Befestigen Sie die Klingel, indem Sie diese auf den Lenker aufstecken und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festschrauben. Setzen Sie den Schaumstoffschutz auf den Lenker und legen Sie die Klettverkleidungen an. Stecken Sie die Pedale auf und ziehen Sie diese mit einem 15 mm Schraubenschlüssel fest. Beachten Sie hierbei die Gewinderichtung. Um den Sattel an der Sattelstütze zu befestigen, stecken Sie diese ein und ziehen Sie die beiden Muttern fest. Hierfür eignet sich ein 13 mm Schraubenschlüssel. Stecken Sie nun den hinteren Reflektor über das Rohr und befestigen Sie diesen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Der Sattel wird nun ins Sattelrohr eingeschoben und mit der Halteklemme befestigt. Der vordere Reflektor wird, wie der hintere Reflektor, am Lenker montiert. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Zombie-Kinderfahrrad.